Ja, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu dieser deutschen Ausgabe von 11 Minuten der Spiritualität. Und die, die es verfolgt haben, ich habe in Facebook meistens, ein bisschen in YouTube die letzten 3-4 Monate 11-minütige Videos gedreht in Englisch über Spiritualität und Seele und die vor allem über die seelische Energie, die spirituelle Energie, die jenseits dieser Welt ist und die jeder mit sich trägt. Also die Energie der Emotionen, Energie der Gefühle. Und das ist ja auch etwas, was allen was angeht. Es liegt jenseits Religion. Und ich glaube daran, dass diese Gefühlsenergie, mit der wir arbeiten, als Sänger, als Schauspieler, die steckt in uns. Und das merken wir auch tagtäglich. Und auch Atheisten haben diese Gefühlsenergie. Und Leute wie Michio Kaku zum Beispiel, die versuchen, diese höheren Elektronen, die dabei freigelassen werden, die versuchen da das zu isolieren und zu beweisen, dass es diese höheren Elektronen der Gefühlsenergie gibt. Und da hat Michio Kaku ein so riesiges Komplex in Oregon gebaut, wo der Elektronen in Riesenröhre kollidieren lässt. Und sowas. Und wir wissen alle, wie weh es tut, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir seelische Schmerzen haben. Wir wissen alle, wie toll es sich anfühlt, wenn wir Freude haben. Und das ist jenseits des Kopfes. Das ist in dir, in deiner Seele, in dein Gefühl. Es gibt einen schönen Spruch von einem Professor der Columbia University. Und der sagt, wenn es eine Kontinuität im ganzen Universum gibt, alles, was im Universum existiert, hat Kontinuität. Wasser fließt in den See und Feuer brennt, wird zu Asche und wird zu Hitze. Warum sollte es dann so nicht bei dem tiefsten Teil des menschlichen Bewusstseins, nämlich die Seele, warum sollte es da nicht eine Kontinuität geben? Und das, was eigentlich mich dazu veranlasste, dieses Video in Deutsch zu drehen, und es gibt Leute, die es liken, manchmal gibt es Leute, die 50 Likes bekommen, mir geben, oder gibt es nur 3, die es geben, man sieht da in YouTube, wie viele Leute halt es gucken, manchmal sind es 300, 400, 500, und da habe ich gedacht, ich mache was Größeres draus, 11 Minuten, ich habe so ein bisschen Recherche gemacht über Numerologie, 1, 1, 1 mit dem Universum, 1 mit allem, was es gibt, und da habe ich mich auf 11 Minuten entschieden. Das ist so ein Zeitfenster, da kann ich ein bisschen darüber reden, woran ich glaube. Und ich freue mich, wenn die Leute zuhören. Und das Hauptthema dieses Videos ist Freude für das neue Jahr. Und dazu habe ich mich eigentlich gestern entschieden, so ein Video zu drehen. Freude für das neue Jahr. Oder Freude zu bereiten. Also eigentlich war das nicht nur ein Video, sondern das war eine Entscheidung. Weil es gibt ja immer so Neujahrsgelübde, Neujahrsversprechen, was man sich selber sagt, was will ich denn fürs nächste Jahr erreichen? Da habe ich mir gesagt, versuch doch allen Menschen eine Freude zu bereiten oder dass die Freude anderer Menschen im Vordergrund steht. Interessanterweise, ich war heute in der Kirche, meine Tochter lässt sich konfirmieren und da waren wir heute in der Kirche und Predigt der Kirche war heute gerade über sowas und über die Probleme der Welt und dass es so viele Flüchtlinge gibt und dass es vor 2000 Jahren war Josef und Maria und Jesus,
die waren vor 2000 Jahren auch Flüchtlinge und endeten dann in einem Flüchtlingslager in Ägypten, weil Herodes drohte, alle Kinder im Heiligen Land zu ermorden. Jetzt haben wir 2000 Jahre später und das ist genau dasselbe Problem. Und da kam der Priester darauf, dass man versucht, auch andere zu helfen. Nur, was ich wichtig finde, und das ist genau richtig, aber das Wichtige dabei ist, versuch auch die Leute eine Freude zu bereiten, die um dich herum sind. Nicht nur dort weit weg, sondern in deinem Alltag, im Bus, wenn du jemand siehst, der Schwierigkeiten hat, einzusteigen, hilf den mal rauf. Oder jemand, der was fallen lässt, heb die Sachen auf. Gib es weiter oder mach in deiner Umgebung was. Wenn du man sieht so viel unterwegs ist wie ich, dann sieht man auch alte Menschen, die in den Mülltonnen Flaschen sammeln. Dann kauf denen einen Kaffee. Oder wenn du was trinkst, gib denen die Flasche. Und sowas. Und das Interessante dabei ist, Freude, anderen Freude zu bereiten, ist eigentlich eine tiefsinnige Freude. Und das ist eine Freude, die was bringt. Man fühlt sich dabei gut, weil man ist tolerant, man gibt anderen Freude, man kriegt dann auch viel zurück. Und es geht einem dabei auch gut. Möchte gerne anderen auch dazu animieren, Freude zu bereiten oder versuchen, generell in der Gesellschaft nicht nur weit weg Geld zu spenden, das geht auch, aber dann generell wirklich anderen Freude zu bereiten. Freude im neuen Jahr. Und das nächste ist das positive Denken. Da möchte ich auch gerne zum Abschluss ein bisschen darüber reden, was Spiritualität ist, weil Anthony Quinn hat mal was ganz, ganz Tolles gesagt. Viele, die diese Videos gesehen haben, 11 Minutes of Spirituality, haben auch einiges mitbekommen, weil Englisch ist ja eine Sprache, die jeder versteht. Es gibt aber auch Leute hier, die kein oder nicht so gut Englisch verstehen. Anthony Quinn sagte mal, die Religionen sind verschiedene Telefonleitungen zum selben Gott. So für mich, kann nur für mich sprechen, sind Religionen einfach Möglichkeiten, Interpretationen von Gott selber. Und das ist wie dieses berühmte Berg in Italien. Und eine Bekannte, die da war, die hat gesagt, dass dieser Berg sieht von jeder Ecke anders aus. Die sieht wirklich, wenn man von Süden kommt, dann sieht sie anders. Aber wenn man von Nordwesten kommt, dann sieht sie völlig anders aus. Und wenn man von der anderen Seite kommt, vom Osten, dann sieht sie wiederum anders aus. Und das wäre für mich ein Sinnbild von Gott. Wir sehen halt Gott von verschiedenen Ecken. Und dementsprechend sind unsere Interpretationen, die göttliche Interpretation, anders. Jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und für einen ist dieser Aspekt wichtig, für der andere ist der andere Aspekt. Es ist aber immer noch derselbe Berg, Gott. Und diese Energie, die wir in uns tragen, das ist etwas, mit dem wir arbeiten, als Sänger, als Schauspieler. Wir sind auf der Bühne, also zumindest ich und viele von meinen Kollegen, die jetzt in Facebook das sehen, sind oder in Schweden oder wo immer. Und damit arbeiten wir. Und das ist ja auch das, was ich, wenn ich Schauspiel unterrichte, ist das genau das, was ich den Leuten, die Schüler, vermittle. Nämlich eine Gefühlserinnerung oder Sinneserinnerungen.
um das alles lebendiger zu machen, um das echter zu machen. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das irgendwie anklicken nach einer Weile. Und damit arbeiten wir. Aber wir wissen auch, dass es Situationen gibt. Du denkst an irgendjemand. Eine Stunde später ruft er an. Oder du sprichst über ein Lied. Und einen halben Tag später hörst du es im Radio. Und es gibt da Lieder, die habe ich 7 Jahre nicht im Radio gehört. 8, 9 Jahre nicht im Radio gehört. Und dann rede ich einen Tag über dieses Lied. Halben Tag später höre ich es im Radio. Aus Zufall, angeblich. Das sind so die Ideen, die ich vermitteln will. Ich animiere euch, wenn ihr möchtet, YouTube so ein bisschen über Reinkarnation, ein bisschen über Gefühlsenergie, Emotional Energy, Spiritual Energy zu googeln und ein paar Dokumentäre von Eric Ho zum Beispiel, von anderen. Es gibt ganz, ganz tolle Leute, die viel darüber sprechen. Michio Kaku natürlich als theoretischer Physiker. Und jetzt sehe ich hier, das sind die 11 Minuten. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, passt auf euch auf. Das war's für heute. Ihr könnt gerne Like klicken. Happy New Year! Bis demnächst.